Ja, hallo meine Freunde. Hier sind wir auf der Bismarckstraße in Stendal. Und jetzt gehen wir direkt zum Schützenplatz. Da sollte jetzt 17 Uhr die finale Kundgebung vom Mittelstandsprotest hier in Stendal geben. Ich bin ein bisschen spät dran. Und wollen mal gucken, ob ich ein paar Eindrücke zusammenfassen und einfangen kann. So, von Weitem ist schon was zu hören. Der Protest ist so ein bisschen nach hinten verlagert. Gar nicht hier vorne am Schützenplatz. Ja, so viel Platz ist da ja gar nicht. Ja, da stoßen wir jetzt nochmal zu. Und wir gucken, wie die Stimmung ist. Parkplatz sieht voll aus. Trecker, große Maschinen stehen eher außen rum. Und dann gucken wir mal, was hier die Menschen zu sagen haben. Ich drehe mein Mikrofon um und macht euch ein eigenes Bild. Inkompetenz in unserer Bundesregierung stoßen und die mündet in einer Haushaltspolitik, die nicht sein kann. Jeder, der irgendwie was schaffen will und Werte schaffen will hier bei uns, wir haben hier sagen, dass viele Handwerker, Gewerbetreibende, die werden gemolken und gemolken und gemolken und das Geld wird irgendwo an die Faulpelzer der Nation und in alle Welt verschenkt und dann muss man Feierabend sein. Und meine Damen und Herren, das kommt ja dann immer noch besser. Es wurde ja im letzten Jahr erstmals ein Bürgerrat eingesetzt. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Da wurden irgendwie per Losverfahren wurde ein Querschnitt aus der Gesellschaft als Bürgerrat eingesetzt. Und er ist dann auch letztes Jahr ist er zu einem Abschluss gekommen und hat der Bundesregierung Empfehlungen gegeben. Hat irgendwer mitgekriegt, was die Bundesregierung zu der Empfehlung gesagt hat? Ganz spannende Sache. Ja, wir nehmen das zur Kenntnis, aber wir können nicht alles umsetzen. Also Leute, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da werden die Leute gefragt, die wahrscheinlich besten Berater der Welt, sprich ganz normale Leute, wie ihr hier steht, und die geben den Rat und es wird von vornherein gesagt, ja, wir ignorieren den. Was ist das denn für eine Art und Weise? Das geht doch nicht. Und wenn dann ein Herr Lindner am 6. Januar zur Heiligen Dreikönigsveranstaltung von der FDP in seinen Kreisen sagt, liebe Landwirte, Sie haben sich verrannt, kehren Sie um. Sorry Leute, das ist Verhöhnen und Verspotten von allen, die hier stehen. Das ist scheiße. Das kann so nicht sein. Ja, ich hatte es vorhin gesagt, das, was wir hier machen und weswegen wir hier stehen, das ist gelebte Demokratie. Und ich sehe Demokratie auch immer als Ausdruck von Gerechtigkeit. Und dann bin ich auch schon fast am Ende. Also ich denke, jeder von Ihnen hat irgendwo einen Beweggrund, warum er sich heute hierher bewegt hat, warum er hier steht. Viele Beweggründe. Wahrscheinlich ist es nicht nur einer, ich habe es gerade gehört. Fakt ist, wir stehen in einem, wir sind hier gerade mitten in einem demokratischen Prozess, der aber scheinbar irgendwo in der Berliner Obrigkeit noch nicht angekommen zu sein scheint. Herr Faber hat es letzte Woche Mittwoch, als er hier war, hat er es auch gesagt, ja, also nimmt das alles auch auf und hat das auch alles ganz wortgewandt beantwortet. Immerhin hat er sich gestellt, dürfen wir nicht vergessen. Und am Donnerstag hat er uns wieder eine Watsche verpasst, indem er gegen uns gestimmt hat. Also Leute, das ist Wortbruch, ne? Boah, es geht Angst haben, der kommt nicht nochmal. Da ist ein schönes Schild. Die Ampel muss weg, steht da zwar gerade nicht drauf, aber so sehe ich das auch. Richtig. Ich will nicht politisch werden, aber man kann sogar ein bisschen doof sein, aber man müsste da eigentlich mitkriegen, dass der ganze Scheiß, der gerade passiert hier von wegen gegen rechts und sowas, ich bin definitiv kein Rechter, das sage ich euch, aber das, was hier abgeht, das sind gegen Demos, gegen unseren Aufstand, gegen diese Regierung. Und der André hat das so schön gesagt, das ist bezahlt von den Regierungen, beziehungsweise von den Parteien der Regierung, wird das gesteuert und das hat nichts mit Demokratie zu tun. Wir lassen uns nicht mehr verarschen! Und diesen Dreckspack!
So, jetzt zittern mir die Beine. Ich habe wohl noch nie vor so vielen Leuten gesprochen. Als Zimmermann spricht man ja mal seinen Richtspruch. Da stehen dann vielleicht 20 Mann unten. Ja, wenn noch jemand was sagen möchte, ich bin durch. Ich kann mir jetzt mal eine Wurst nehmen. Vielen lieben Dank euch allen. Wir haben öffentlich-rechtliche Medien. Und bis vor zwei Wochen, einer Woche, habe ich mir gesagt, Mensch, die Scheiße GEZ, warum bezahlt man die noch? Die kann man noch abschaffen. In der letzten Woche... Bravo! In der letzten Woche bin ich mal so in mich gegangen, habe die auf die Demo in Berlin, wo ich auch mit anwesend war, so versucht zu verarbeiten und habe mir die Frage gestellt, warum wird solche Demo nicht live in mindestens einem öffentlichen Sender übertragen, ohne Kommentar, ohne was, damit die Leute erstmal informiert werden, was überhaupt Sache ist. Und gestern fand eine Demo in Erfurt statt. Da haben die Landwirte mal dem Öffentlich-Rechtlichen mal ein paar Fragen gestellt. Und da ist aber nicht so wirklich was bei rübergekommen. Und da standen die da vor dem offenen Fenster und wurden dann von außen mehr oder weniger belächelt. Wir sollten alle zusammen darauf hinarbeiten, dass wir einen wirklich öffentlich-rechtlichen Informationssender bekommen, wo wir nicht durch irgendwelche Parteien, Verbände, Lobbyisten oder wen auch immer, die da beeinflusst werden können. Das ist nämlich ein Hauptproblem. Wir haben einen Haufen Parteien in den letzten Jahren. Es war doch eigentlich scheißegal, wen man gewählt hat. Unterm Strich hatten wir immer die gleiche Suppe. Ich muss noch ein bisschen zurück aus meiner Geschichte, wie ich so geworden bin. Und diese Zeit, die wir heute so erleben, erinnert mich echt so an die Wendezeit. Ich war 89 als junger Soldat leider gezwungen, meinen Wehrdienst bei den Grenztruppen der DDR abzuleisten. Und diese Situation, die wir jetzt hier haben, ich fühle mich da wirklich extrem zurückversetzt in diese Tage. Und ich hatte Offiziere, die uns noch einen Tag vor Mauerfall versucht haben, weiszumachen, dass das Ding noch mindestens 100 Jahre steht. Und wir haben es geschafft, dass wir das friedlich beendet haben, weil die Leute einfach friedlich auf die Straße gegangen sind. Haben auch meine Vorredner bisher schon gut dargestellt. Wir müssen einfach präsent zeigen und einfach der Politik sagen, so geht's nicht weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es uns hier in Deutschland weiterbringt, wenn wir hier französische Verhältnisse haben. Und wenn die Parteien so weitermachen wie bisher und das alles komplett wegdrücken und die Leute keine Arbeit mehr haben, das ist ja absehbar. Die Landwirtschaft geht den Bach runter, das Handwerk. Ich habe noch so vor einem Jahr immer noch gesagt, ja, das dauert vielleicht noch 5 Jahre, dann werden uns die Kunden mit der goldenen Sänfte von Baustelle zu Baustelle persönlich tragen. Ja, mittlerweile denke ich mir, wenn wir Glück haben, tragen die uns doch in einer Kiefernkiste ins Grab, wenn wir Glück haben. Das Handwerk geht unter, es wird nichts mehr gebaut. Ich habe einen guten Bekannten in Berlin, der hat ein Planungsbüro in unserer Hauptstadt. Der hat nicht einen Auftrag in der Planung. Es kann sich kein Mensch vorstellen, was überhaupt in den nächsten Jahren am Bau passiert. Wenn die Sachen, die jetzt nicht geplant werden, werden im übernächsten Jahr nicht gebaut. Ja, der größte Wohnungsbaukonzern, Vonovia in Deutschland, hat im letzten Jahr 2023 deutschlandweit nicht eine Wohnung gebaut. Nicht eine. Warum? Das wissen viele nicht. Wir haben mittlerweile Baupreise, das kommt durch schwachsinnige Heizungsgesetze, Dämmungsgesetze mit irgendwelchen sonst was für Sicherheitsvorschriften und hier noch und da noch. Die Sachen werden künstlich verteuert, das braucht keine Sau. Ich möchte nochmal, ich kann sie jetzt hier nicht sehen, aber es sind ja auch Ordnungskräfte hier unter uns, auch Leute von der Polizei. Und bisher haben die ja unsere Proteste auch vernünftig begleitet. Die haben den einen oder anderen Zwischenfall. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Ich muss nur sagen, zu diesen Leuten persönlich, ich bin so froh, dass ich zur Wendezeit
mich nicht schuldig machen musste. Ja, und damit möchte ich meine Worte hier beenden. Ich hoffe, es kommt noch mehr dazu. Lasst uns weitermachen. Was ihr fahrt, die Anwesenheit ist entscheidend. Das sage ich seit Wochen mittlerweile. Die Anwesenheit an zählenden Köpfen ist entscheidend. Wenn wir dort nur 100 Leute sind, setzen wir kein Zeichen. Sind wir dort 10.000 auf dem Domplatz, haben wir definitiv ein Zeichen gesetzt. Das ist mir sehr wichtig. Ich bin selber seit 4 Jahren bei LSV mit dabei. Ich bin das erste Mal nach Berlin gefahren. Es hat alles seine Gründe, warum die Landwirte die Schnauze voll haben und ihr mittlerweile auch. Ich kann es nachvollziehen. Danke. Ja, Herr Rons, mein Name, Ökolandwirt aus Mehlitz hier bei Arneburg. Ich finde es mittlerweile überwältigend, wie viele Leute aus der ganzen Bevölkerung hier mitmachen, die das jetzt verstanden haben, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich hoffe, dass wir politisch auch mal ein offenes Ohr dafür kriegen, damit sich für uns alle wieder was zum Positiven ändert. Aber wie findest du das hier? Bitte? Heute, die Emotionen heute hier? Super, also wie gesagt, von den Anzahl querbeet, private, Handwerk, Speditionen, Landwirte, ich finde es echt super. Das ist überwältigend, ja. Das ist klar. Ich meine, wir kommen aus Stendal seit 56 Jahren und wir sind jetzt, wann waren wir letztes Mal hier? Freitag. Von der Handwerkskammer. Ja. Genau, das war um 11 Uhr aber, ja. Und heute ist der Abend, wo mehrere Leute auch können und es ist nochmal voller geworden. Und das alles, was man hier so sieht, das machen alle, die ganzen Leute, die Handwerker. Der eine bringt Licht mit, der andere bringt Ton mit, der eine macht Bratwürste, das ist schon cool. Ja. Das, was und ich erinnere mich so ein bisschen an die 89. Ja, ich war 89 auch auf der Straße. Ja, ich war bei den Montagsdemos, bei der Pandemie habe ich mit organisiert. Jetzt stehen wir hier und gucken wir mal, ob wir was bewegt kriegen. Also ich habe den Montag angefangen, wo es nach Magdeburg ging. Da habe ich angefangen mit den Bauern. Dann hier die Stinks, also ich bin nur von Anfang an fast mit dabei. Und was jetzt an Leute zusätzlich gekommen ist, Wahnsinn. Heute war auch heute eigentlich im Kurs. Oh, was sagst du vorhin? 140? Ich war nicht mit bei. Ich hab's ein bisschen gefilmt von meinem Balkon aus. Also 150, wie ich vorhin gehört habe, war es wohl gewesen. Ja. Fahrzeuge. Ja. Und wie geht's weiter? Ja, da musst du den jungen Mann fragen, der hat heute in Magdeburg gesehen. Das war Sonntag. Sonntag in Magdeburg. Genau. Na ja, da sehen wir uns vielleicht. Ja. Da musst du dich mal an den jungen Mann melden, der will ein bisschen mehr. Hier, Jungbauer? Nee, wir sind keine Bauern. Ich bin Taxiunternehmer. Dachdecker? Taxiunternehmer. Taxi. Da, du betrifft uns alle. Jeder müssen rollen. Ja. Na, Novi, Menschenskinder, machst du Erbsensuppe? Nee, heute gab's einen Volkseintopf. Mit Fleisch, mit Wurst, mit Gemüse. Gratis für die Leute? Oder? Gratis, wir haben einen Spendentopf. Wer was wollte, mochte, konnte was reintun. Dank meiner oder unseren vielen Helfer. Jeder hat geholfen hier. Hat mal Tee, Kaffee. Oder stehst du hinter dem Protest? Das ist dein Protest. Ja. Unter anderem auf jeden Fall. Ja. Und muss auch weiterhin und energischer werden. Ja. Dass wir alle aufwachen. Ja. Wir sind immer noch zu wenig. War schon ein sehr schöner Erfolg heute. Ja. Oh, da kommen sie schon wieder. Nette Kameraden hier alle und Leute. Ja, Hammer. Ja. Danke. Super Aktion. Firma Pieper, ganz groß, ganz stark vertreten. Dankeschön, ganz viele Handwerker, Unternehmer. Zusammenhalt war groß, ja. Sehr groß, gewachsen von einer Woche zur nächsten. Absolut genial. Muss mehr werden und wir müssen mehr machen, dass die da oben auch langsam wach werden. Ja, das ist kein Spaß, hier ist kein Volksfest. Ja, wir wollen was bewegen. Wir wollen sich einfach nur treffen und uns guten Tag sagen. Das ist auch schön, aber es muss was passieren. Nach vorne, die Leiter hoch. Ja, sonst ist das eine Sache, die ist umsonst. Ja. Oh, super Ansage, mein Freund. Ja. Oh, yeah. Dies war für Kaffee. Ach, der verträgt doch Glühwein mal.
heute beim Corso waren wir Führungsfahrzeug mit Mike Tausch und mir ist ja nicht bewusst geworden, wie viele Leute an dem Fenster sitzen, alte Leute mit einem Kaffee und winken und drücken uns die Daumen, wo man spürt, die mögen die Veränderung, es muss was passieren, die einfach nur da sitzen, weil es ihnen gar nicht gut geht, die sehen nicht glücklich aus, die wollen eine Veränderung, die haben schon harte Zeiten durchgemacht und das sind die Leute, die unser Land aufgebaut haben und die haben jetzt am wenigsten davon, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht, die Gelder werden rausgeschmissen und die Leute wissen gar nicht, wie sie bis zum Monatsende mit ihrem Geld auskommen sollen. Und das ist das Problem. Das stinkt uns langsam an. Das Maß ist voll. Wir wollen was verändern und wir geben auch nicht auf. Und ich bitte, wer diese Interessen vertreten möchte, schließt sich ein. Ja, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, gar nichts. Die Schublade ist so billig, wie wir abgestempelt werden oder alle anderen in Deutschland. Das zieht nicht mehr. Das ist traurig. Ja. Genau. Ja, es reicht, es langt. Ja. Wie fandet ihr das heute hier? Ein bisschen mager. Ein bisschen mager? Ja. Aber der Kurs war doch. Das war, naja, gut, da waren wir noch nicht da, waren wir arbeiten. Ja. Bis zum nächsten Mal, wa? Oder eure ja. Eindrücke, was sagt ihr? Immer wieder gerne, wenn man Bescheid weiß. Immer wieder hier. Letzte Woche waren wir auch hier. Letzte Woche waren wir auch hier. Vom Theater der Altmark waren wir auch dabei. Waren wir zwar bis 15 Männchen, aber hat gereicht. Unzufriedenheit ist einfach zu groß. Ja. Das ist ja überall zu spüren. Ja. Ja. Aber anscheinend haben es noch nicht alle kapiert. Ja. Manche spüren es eben nicht. Ja. Ja. Wir haben da eine Bannmeile um sich rum. Ja, eine Glocke. Ja. Gut, und eine schöne Zeit wünsche ich euch. Dankeschön. Bei dem Wind und Wetter. Ja. Ja. Wo kommt ihr her, wenn ich fragen darf? Bellingen. Wo? Bellingen. Bellingen ist auch nicht so weit, ne? So Altmark. Und heute hier, warum? Naja, weil uns das alles ankotzt in der Landwirtschaft. Ja, bist du direkt, bist du selbstständig oder angestellt? Landwirtschaft, ja, nehme was Landwirt. Also immer nebenbei. Ernten, wenn du zu ernten ist. Nebenbei 10 Kühe, weg die Kühe. Hier kann man es aushalten, ja. Kannst du heute hier? Warst du beim Corso oben? Also, ich war beim Corso jetzt nicht dabei. Ich wollte eigentlich heute gar nicht herkommen, weil ich auch so ein bisschen demonstrationsverdrossen schon bin. Aber dann habe ich nachher gesehen, wie viele Fahrzeuge in der Stadt unterwegs waren. Habe mich dann spontan entschlossen, doch herzukommen. Und die Hälfte aller Leute, sage ich mal, kenne ich hier sowieso, weil es eben Handwerker sind oder Bauern. Und also mal davon abgesehen, dass es eine Demo ist, aber man trifft selten so viele gutgesinnte Leute. Und vor allen Dingen für die gleiche Sache stehen. Ja, genau, für die gleiche Sache. Und ich muss jetzt auch mal so sagen, das Bild hat sich so ein bisschen verändert. Es sind jetzt viele Leute mit dabei, die sonst gar nicht an Demos teilgenommen haben. Und da freue ich mich natürlich drüber. Ja, genau.